Wir haben bestimmte Kataloge, die Materialien, Dinge, auch bestimmte Art von Stühlen herstellen, die ganz explizit auf unsere Klientengruppe ausgestellt ist. Und die könnten wir so uns gar nicht leisten. Da reden wir zum Teil über mehrere tausend Euro für ein Sofa. Wo wir unsere Spuren hinterlassen haben, sieht man hier im Sinnesgarten. Und genau so kann man die Spuren in der Kita des Oberlin-Hauses finden. Kann man auch heute noch nachschauen, was wir über viele Jahre geleistet haben. Kinder, die taub, blind sind oder hörsehbehindert, die haben ihre Hände. Sie ertasten die Umwelt und alles, was in irgendeiner Weise haptisch ist, unterstützt sie in der Kommunikation. Dafür arbeitet das Oberlin-Haus. Und deswegen brauchen wir die Unterstützung zum Beispiel der Lions und wir brauchen die Unterstützung von Ihnen. Helfen Sie mit, dass diese wunderbare Arbeit Taubblindheit im Oberlin-Haus, dass diese Arbeit weitergeführt werden kann.